Hallihallo, ihr Lieben da draußen, ein herzliches Willkommen heute hier bei LS22, die Dream, dem Nostalgie-Projekt im Farming Simulator-Universum. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und die liebe Nicole bzw. Laura ist natürlich auch hier mit dabei, und zwar im Funk. Aber ich laufe jetzt mal rüber ganz schnell. Moin! Moin! So, wir sind nämlich... Ja, wir müssen mal... Ich würde die Box... Würde ich mal ausgraben. Es sind ja jetzt 2-3 Wochen vergangen und es ist nichts passiert. Deswegen würde ich die Box mal ausgraben. Bis auf, dass das Auto oben weg ist. Aber trotzdem würde ich die Box mal ausgraben und würde die bei uns hier verstecken irgendwo. Wollen wir nicht mal gucken, was drin ist? Würde ich noch nicht machen. Würde ich vielleicht in einer Woche mal machen. Das sind es dann so 4-5 Wochen her, weißt du? Das für einen Unterschied? Naja, ich will da immer ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Wer weiß, was da drin ist. Man weiß es ja nie. Also die suchen wahrscheinlich die Box jetzt gerade nicht. Oder wissen nicht wo und wie auch immer. Weißt du, dann, vielleicht haben die ja schon irgendwie unseren Hof durchsucht und haben sie hier nicht gefunden. Weißt du, wie ich meine? Wenn wir da noch eine Woche warten, dann gehen die ja davon aus, die ist einfach nie hier. Schon vom zeitlichen Ablauf her nicht. Sag mal, friert's dich nicht? Du bist hier übelst kurzärmlich angezogen. Im Traktor war es sehr warm, da habe ich die ausgezogen, ja. Es wird langsam ein bisschen frisch. Wir werden mal rüberlaufen, glaube ich. Warte mal, ich gehe mal schnell im Traktor nochmal her. So. Wo rennst denn du hin? Die rennt hier weg. Eieiei. So. Ich hätte mal geguckt erstmal, wo wir überhaupt das Ding verstecken. Ach so. Ist halt die Frage, wo versteckt man das? Ich würde es vielleicht noch drinnen lassen. Vielleicht haben die ja hier noch nicht gesucht. Ich denke schon. Hast du irgendwas mitbekommen? Nee, aber das kriegst du bei denen auch nicht mit. Aber ich glaube eben, dass die hier als erstes gesucht haben. Und wenn die das hier nicht finden, dann werden die rauskriegen, wo noch überall von uns irgendwelche Lagerstätten, Produktionen, was auch immer sind. Und da werden die das dort hundertprozentig auch durchsuchen. Deswegen würde ich das Ding nehmen und immer mal noch ein bisschen wandern lassen. Vielleicht sogar nächste Woche noch nicht mal aufmachen, sondern erst bis nächste Woche hier lagern und dann mal hochfahren zu den Schweinen. Weißt du? Dass wir da sicher gehen. Aber wo könnten wir die verstecken hier? In einem Schubkasten oder so ist so. Vielleicht hier, wo unser Abfluss so ein bisschen Probleme macht. Vielleicht gleich in den Abfluss rein, damit es. Keine so. Oder hier? Passt das in so ein Rohr rein? Nee. Das war doch eine riesen Box. Oder so eine richtige Kiste. Naja, ein Handschuhfach hat sehr anreich gepasst. Ja, gut, aber.
Wo könnten wir das hin? Gehen Sie Tankstelle rein? Oder hier in die Tonne? Vielleicht, ja, das wäre vielleicht gar nicht so doof. Na, wisst ihr was? Wir holen die mal. Wir holen die erstmal, oder? Mhm. Gut. Ja, dann lass uns mal runterfahren. So, in die Seemaschine hier oben rein. Ja, genau. Die brauchen wir ja bald, die Seemaschine. Ja, aber... Wärst du oder ich? Du. Gut. Aber da passiert doch nichts, oder? Ich glaube nicht. Aber da passiert doch nichts, wenn die da hinten drinnen liegt. Ja, aber wenn wir sehen, das verstopft doch alles oder wie auch immer. Das wird der Rotz. In der Mülltonne höchstens, aber nicht, dass man, dass sie dann aus Versehen abgeholt wird schon. Ja gut, aber das wäre natürlich vielleicht eine Variante. Ja, da müssen wir aber echt dran denken. Müssen wir dran denken, aber ich denke schon, dass wir da dran denken. Das wäre sonst echt bescheuert. Ich gehe davon aus, dass wir da schon dran denken. Haben wir nicht noch einen großen Werkzeugkasten, wo das mit reinpasst? Ja, aber das sind so die Verstecke, glaube ich, wo man als erstes suchen würde. Oder? Da irgendwie sowas ganz. Ja, aber anderes. Eine Tonne oder irgendwie so, guck mal, ja. Naja, deswegen sage ich ja, das ist. Und in eine Produktion oder in eine Maschine guckt man nicht unbedingt rein. Das stimmt. Vielleicht in der Kartoffelwaschanlage oder beim Komposter irgendwo. Brauchen wir gerade Kartoffellegemaschine? Was, Kartoffellegemaschine? Boah, was ist mit dem? So. Was von der Kartoffellege? Achso, die Kartoffellegemaschine. Brauchen wir doch jetzt nicht, oder? Na, jedenfalls nicht die nächsten paar Tage nicht. Dann da rein. Ich hoffe nicht, dass da jemand reinguckt. Ja, das stimmt. Ich bin mir auch fast sicher, dass die bei uns schon waren. So. So, ich habe hier Schaufel mit. So. Ich hatte du weißt noch, wo du gegraben hast. Ja, ja. Ungefähr hier müsste das sein. So. Zack. 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 Ein bisschen großflächiger. Jo, hier ist er. Ja. Mach das dann gleich wieder zu. Hab's ja. Gut. So, mach das wieder zu. Ich nehme die mit auf den Schoß am besten. Ja. So. Fußraum. Warte mal, ich hatte doch hier. Hier ist der Rechen. Da möchten wir uns beeilen, dass sie uns jetzt hier irgendwie beobachten. So, noch ein bisschen rächen. So, gut, okay, perfekt, oder? Ich stelle den Rächen wieder hier hin. Zack. So, na dann geht's los. Hoffentlich haben die uns jetzt nicht beobachtet. Glaube ich nicht. So, was haben die immer sehr offensichtlich gemacht? Also das hier oben, kannst dich ja mal umsehen, ob du hier irgendwo schwarze Autos siehst. Da kann ja jemand ohne schwarzen Auto hier sein.
Es war eigentlich ganz oft so, also dass immer wenn irgendwas so passiert ist, an unsere Produktionen und Co. abgesetzt haben zum Spionieren. Glaube ich nicht, war noch nie so. Tja, wer sagt denn, dass es so bleibt? Naja, die sind ja einfach gestrickt. Wer sagt denn, dass sie sich nicht weiterentwickeln? Ja, die sind sehr einfach gestrickt. Kaum doch nur einen neuen dabei haben. Finde das schon für eine Dammerung. Ja, in solchen Vereinigungen ist ja, wenn du neu bist, hast du ja nichts zu melden, ne? Gut, weiß man nicht, neue Chefs oder so, das kann natürlich sein. Aber braucht ja bloß mal ein mutiger Neuer dabei sein und die Idee ranbringen. Ja. Ja gut, das ist schon richtig, ja, ja. Also ein mutiger Manuel. Manuel? Neuer. Weißt du, ich habe mit Fußball nichts am Hut. Ja, aber die Werbung, die war doch weltweit berühmt und bekannt. Welche Werbung? Ne, mit Manuel Neuer. Keine Ahnung. Oder bin ich vielleicht Manuel Neuer? Kenne ich nicht, die Werbung. Nee? Nö. Null. Nee, sagt mir gar nichts. Gar nichts. So, gut. Dann haben wir die schon mal jedenfalls hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Also Kartoffellegemaschine. Hast du eine bessere Idee? Nö. Aber hier sieht man das ja so. Ja, nee. Kann man nicht machen. Lass uns mal runtergehen zur Kartoffelwaschanlage. Wir trotten mal runter zur Kartoffelwaschanlage. Oh, jetzt dachte ich, steht hier auf der Traktor, das ist ja der Mähdrescher. Eieiei. Guck mal, wenn wir das hier irgendwo... Hier in die Klappe rein? Ja. Guck mal hier. Ja. Kannst du ja hier hochklappen? Ja, ja. So, klapp du mal hoch, schräg rein. Warte. So, gut. Dann. Gut, so. Ja, dann haben wir das auf alle Fälle hier schon mal so drin. Gut. Wie geht's denn jetzt weiter eigentlich? Die Frage ist jetzt für mich. Ach so, warte mal, ich habe hier ja einen Zettel. Gewaschene Kartoffeln, wann die dran sind mit dem Verkauf. Gewaschene Kartoffeln hier. Im Dezember. Also jetzt. Eigentlich jetzt, ja. Und da kriegen wir gerade. Ja, nee. 551. Aber wahrscheinlich
steigt der Preis nicht weiter. Wir kriegen jetzt im Güterbahnhof 540 pro 1000 Soll Liter. ich das mal machen? Soll ich mal fahren? Ja. Die brauchst ja bloß hier drunter fahren eigentlich. Na? Na, dann hole ich mal einen W50. Der ist ja voll mit Silo. Haben wir den schon voll gemacht? Richtig sehr voll. Oh, ist das ein Wetter, ey. Das könnte doch mal aufhören mit Schneien. Wie sieht denn kein Wetter aus? So, dass es nicht schneit. Stimmt, auch sehr dunkel, ha? Was denn? Was ist nicht. Hä? Hat eine Meldung gekriegt, irgendeine komische. Okay. Na, pass auf, der Frosch ist jetzt erstmal hoch und dann. Hörst du mich noch? Ja, ja. Und dann forschte Kartoffeln. Jo, da kann ich ja schon mal so ein bisschen zusammenputzen. Ja, der andere Anhänger steht ja noch da, ne? Ja. So, gut. Dann gehen wir mal in den Funk. Ich bin wieder im Funk, du auch? Jo. So, naja, siehst du mal, dann ist doch schon mal ein bisschen was geschafft. Ich war gerade erschrocken, ich dachte, hier fährt ein schwarzes Auto lang, es war aber dunkelgrau. Ja. Man wird langsam schizophren, ne? Ja. Na, jetzt wisst ihr, wie ich meine meiste Zeit in Deutschland verbracht habe, seit ich wieder hier bin. Es war manchmal grauenhaft. So. Na gut, meine Lieben. Wir sehen uns aber auf alle Fälle erstmal in der nächsten Folge wieder, denn wir sind wieder durch für heute. Ja,
Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, ob das sinnvoll war, dass wir jetzt das Paket zu uns geholt haben oder vielleicht nicht so sinnvoll. Würde mich natürlich mal interessieren. Und ihr könnt natürlich auch sehr gern mal in unseren Stream kommen, wenn ihr mögt. Immer mittwochs, 20.30 Uhr geht's rein in die Geschichte. Und heute haben wir wirklich viel geschafft im Stream. Wir nehmen ja die drei Folgen immer am Stück auf. Deswegen können wir auf manche Kommentare, die vielleicht dann so kommen, in dem jeweiligen Stream nicht eingehen. Und dauert immer wieder einen weiter, ne? Also ihr wisst, wie ich es meine. So, und ja, gucken wir mal, ob das so sinnvoll war, dass wir das jetzt so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Na, mal gucken. So, wir verkaufen jetzt im Endeffekt noch die Sachen hier. Ich putze das noch alles zusammen und dann, wie gesagt, sehen wir uns am Freitag wieder. Bis dahin, wir sind erstmal raus, lasst ein Däumchen da. Tschüss und ciao. Tschüss.